Im Auftaktspiel der Tipp 3 Bundesliga powered by T-Mobile setzte es gegen Innsbruck eine blamable Niederlage für Rapid. In der Europa League Qualifikation gänzten die Hütteldorfer hingegen zuletzt. Wir spielen morgen gegen Sudaba und das ist ganz, ganz wichtig. Wir schauen nach vorne und nicht, was gewesen ist vor drei Tagen. Wenn man 14-0 auswärts verliert gegen einen Aufsteiger, dann kann man das nicht so auf die Seite schieben, muss man sehr wohl die Fehler ansprechen und sich jeder an die eigene Nase nehmen und schauen, dass man es besser macht. Und das ist passiert. Jetzt kann man es nicht ändern, jetzt kann man nur durch Leistung diese Niederlage vergessen machen. Wir arbeiten Tag für Tag und jetzt kommen die Spiele, wo sie die Spiele auch beweisen müssen und auch sollen. Und ja, und das wird auch hoffentlich in den nächsten Spielen auch wieder so weit kommen, dass wir auch dementsprechend sicher sind. Aber wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, wenn du natürlich immer wieder gravierende Ausfälle hast oder Umstellungen hast, ist ja das auch nicht immer so einfach zu kompensieren. Ja, es sind in dem Spiel sehr, sehr viele Fehler passiert. Sicher sind wir vielleicht ein bisschen unglücklich 1-0 in Rückstand geraten. Das hat uns natürlich auch nicht gerade in die Karten gespielt. Aber es sind dann sehr, sehr viele Fehler passiert. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, jeder Einzelne weiß, was er selber falsch gemacht hat. Und dann muss das einfach schauen, dass das in der Form jetzt in den nächsten Spielen nicht mehr passiert. Viel Zeit zum Nachdenken ist nicht, das ist das Positive daran. Und morgen kommt schon das nächste Spiel. Ich erwarte mir, dass wir aufsteigen. Wir haben uns mit diesem 2-0 eine gute Ausgangsposition gelegt. Wir haben kein Tor bekommen, haben zwei da draußen gemacht und haben jetzt im Heimspiel alles in eigener Hand, um in die nächste Runde zu kommen. Das erwarte ich mir. Keine einfachen Aufgaben in der nächsten Zeit, aber durch gute Leistungen kann man sich da also solche Spieler wie es gegen Tirol jetzt war, zumindest rehabilitieren. Ich habe immer gesagt, im ersten Spiel werden wir nie auf diesen Punkt sein, wo wir dann noch Wochen hoffentlich sein werden. Und mit jedem Spiel kommt natürlich auch immer wieder eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Anspannung. Und ich denke mal, wenn man in den Rhythmus sich hineinarbeitet, dann werden wir auch wieder spielerisch dementsprechend überzeugen.